So, meine Lieben, es ist wieder soweit. Wir sind auf der Messe in Düsseldorf 2024 und wir sind auf dem Stand von Clever. Diesmal bin ich selbst auf der Messe und ich darf euch die neuesten Modelle zeigen. Die habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Ein paar Neuerungen sind dabei und ihr dürft gespannt sein, welche Aktionen wir für euch auf dieser Messe vorbereitet haben. Seid gespannt, es geht gleich los. Wie gesagt, exklusiv vom CSD, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung. Schön, dass ihr wieder dabei seid und willkommen auf dem CSD, dem Caravansalon 2024. Und ihr wisst, was das heißt. Es ist fast die größte Messe für Wohnmobile überhaupt. Weltweit gesehen, muss man ganz klar sagen. Und ich stehe hier wieder vor einem absolut Newcomer in der Clever-Familie. Wir sind auf dem Clever-Stand. Dort werden wir vertreten sein. Und die Neuheit ist der Mercedes 4x4. Ich habe ihn bereits präsentiert, den Mercedes Aventuro. Wir wollen mit dem Auto mal anfangen. Ich werde euch einen Einblick über den Messestand geben, was wir alles Schönes zu bieten haben. Hier könnt ihr herkommen. Bei uns wird dieses Auto erst in einem halben Jahr auf dem Handelsplatz stehen. Wir haben das Fahrzeug sofort geordert, weil wir natürlich sehr überzeugt sind davon. Auch sonst, ihr guckt euch die neuen Designs an. Bisher konnten wir die nur über die Händlertagung an euch weitertragen, also per Video. Es ist immer was anderes, selbst in einem solchen Fahrzeug zu stehen. Ihr seid herzlich eingeladen, kommt zu uns, macht einen Termin mit mir. Ich bin direkt vor Ort. Wenn ihr eine Beratung wollt, lasst es uns ein bisschen terminieren und seid gespannt, was ich euch gleich noch alles Schönes zu zeigen habe. Und an vorderster Front haben wir auch gleich den Aventuro. Ihr seht es, ich bin drin, ihr dürft es auch sein. Kommt her, kommt auf den Caravansalon in Düsseldorf. Ich bin direkt mal ins Bett gehüpft. Hier seht ihr den Slide-Out. Wenn das Fahrzeug außen geputzt ist, gehen wir auch gleich noch mal außen rum. Aber ganz klar ein Highlight auf dieser Messe. Wir haben schon einige davon verkauft, weil einfach ein Fahrzeug in der Länge mit diesem kurzen Radstand und trotzdem für große Personen, die gut darin schlafen können, mit 2,8 Meter Liegelänge, ist das Fahrzeug ein echtes Novum. Bisher hatten wir immer das Problem, dass lange Menschen in dem kurzen Radstand nicht so richtig schlafen konnten oder sich bewegen konnten. Wir haben hier diesen innovativen Küchenblock. Ich zeige euch den, der hier wirklich an der Ecke, man sieht es hier schön, er geht hier rein. Ich filme mal drüber. Er geht hier rein. Wir haben hier diese Kante, die es einfach so ein bisschen schöner macht, um einfach vernünftig vor der Küche zu stehen. Und auf der anderen Seite haben wir dieselbe Einkerbung oder dasselbe Muster, dass wir eben hier dieses Bad auch mit diesem Absatz haben. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt vor die Küche hier stelle, habe ich genügend Platz, um hier davor zu stehen und auch ausreichend Abstand zum Bad zu haben. Also da hat sich einer tatsächlich gute Gedanken gemacht und das soll es dazu erstmal sein. Ansonsten schaut euch unser Video über den Aventuro an. Da sind wir ganz gut drauf eingegangen. Ich möchte euch noch eine Neuheit zeigen. Das hatte ich in dem letzten Video vergessen. Und zwar ist das der Stauraum hinten, wo die Gasflaschen stehen. Da schauen wir jetzt noch mal zusammen rein. Und ansonsten kommt vorbei, weil hier könnt ihr ihn in live erleben. So, und da ist er auch schon, der Stauraum vom Aventuro. Richtig viel Platz in einem Mercedes, der dafür bekannt ist, etwas schmaler zu sein. Und das finde ich richtig cool. Hier ist der Stauraum für Gas. Und ihr braucht ja hier das Gas nur zum Kochen. Und da reicht so eine kleine 2,7 Kilogramm Flasche. Hier habt ihr Stauraum und das alles in einem Gasstaukasten. Das heißt, ihr könnt hier eine 5 Kilo Flasche reinstellen, müsst ihr aber gar nicht, weil zum Kochen braucht man nicht mehr. Und das zeichnet dieses Auto so ein bisschen aus. Hier sehen wir den typischen Clever Austritt für die Heizung, dass die Wärme von unten nach oben steigt. Es entsteht ein Wärmevorhang. Ihr wisst, ein Kastenwagen ist an den Türen immer etwas schlechter isoliert als eine standardmäßige
GFK-Sandwich-Bauplatte beim Wohnmobil. Und hier wurde eben mitgedacht, wir haben hier hinten den Wärmeausströme, sie steigt nach oben, also durchaus wintertauglich dieses Fahrzeug. Das wollte ich euch nochmal im Detail zeigen. Hier oben nochmal die schöne Applikation und hier auch mit einem Dachlüfter. Das kann sich doch sehen lassen. Und da haben wir auch schon einen Topseller, der Clever Black Edition. Basis ist der 6 Meter oder 5,40 Meter oder auch 6,40 Meter Black Edition auf Fiat Basis. Wobei 6,40 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, 5,40 auf jeden Fall. Aber standardmäßig auf dem Clever Celebration aufbauend. Und dort haben wir natürlich ein interessantes Interieur, das werde ich euch gleich noch mal zeigen. Auch der steht hier in der Version mit Aufstelldach. Das heißt, wir haben hier Möglichkeit, zu viert in diesem Fahrzeug zu übernachten, ohne dass wir irgendwas umbauen müssen. Wir haben 4 Sitzplätze und 4 Schlafplätze in einem Fahrzeug. Das heißt, auch für Familien ist dieses Auto durchaus idealer Begleiter, ob im Alltag oder eben auch für den Urlaub. Es ist ausreichend Platz. Heute ist es so warm in der Halle. Ich hoffe, morgen funktioniert die Klimaanlage. Aber wir sind im Campingbereich und da spielt sich doch sehr viel draußen ab. Und das macht das Camping ja so ein bisschen aus. Und da ist es dann tatsächlich gut, wenn man trotzdem oben für gute Durchlüftung sorgen kann. Wir haben heute was ganz Innovatives auf der Messe gesehen. Wir haben eine Klimaanlage entdeckt, die ihr im Fahrerraum installieren könnt. Das heißt, auch mit Aufstelldach habt ihr die Möglichkeit, eine Klimaanlage zu installieren. Ich darf aber noch nicht alles verraten. Ein bisschen Überraschung muss noch sein. Die Woche ist noch lang. Wir schauen jetzt noch mal in den Black Edition rein. Und auch wenn ihr ihn noch mal im Detail sehen wollt, mit einer Thunder Cray Lackierung außen, auch das Video habe ich online. Schaut es euch an. Wir gucken jetzt noch mal kurz rein, was die Highlights sind. Und da haben wir zum einen die Sitze in Black Edition mit Leder- und Stoffbezug. Wir haben alle Applikationen in Schwarz gehalten. Selbst der Schriftzug auf den Schrankfronten prangert in Black Edition Style. Wir schauen mal ins Aufstelldach. Auch das sehr innovativ. Es ist hell beleuchtet. Wir haben hier ein wunderschönes großes Bett. Ich filme mal runter, dass man das auch sieht. Ein wunderschön großes Bett von links nach rechts. Wir haben hier einen richtigen Lattenrost unten drunter. Auch wirklich gute Federung durch den Lattenrost. Jetzt können wir mal schön durch die Halle schwenken. Das heißt, wir können, wenn wir an einem Fjord stehen, nach draußen gucken. Hier ist gerade gar kein Fliegenschutz davor. Das heißt, wir können direkt das Dach nach vorne öffnen. Wir sind hier im 24er Modell, das sieht man, dass hier noch der Kunststoff ist. Das wird im 25er auch alles mit Holz verkleidet sein. Ansonsten haben wir hier die schönen Touchlampen. Wir können hier Licht anmachen. Wir haben den Kühlschrank mit der schwarzen Front. Wir haben die Drücker in Schwarz. Wir haben das Halifax Eicheholz. Da ist wirklich absoluter Style gefragt in diesem Fahrzeug. Wunderschön, nach wie vor. Hier mit Aufstelldach, nur dass ihr wisst, auch das ist optional möglich bei Clever. Liegt ungefähr bei 6.000 Euro oder 6.900, wenn es in Wagenfarbe sein soll. Und nun schauen wir weiter, was wir noch Schönes auf diesem Stand finden und was ihr euch unbedingt anschauen sollt. So, wir sind jetzt eine Klasse höher. Wir sind im 6,40 Meter Bereich. Das ist der Runner hier mit einer Zitronenfront. Ihr seht, es ist auf jeden Fall wieder zu erkennen, dass es sich um einen Jumper handelt. Wir haben jetzt auch hier, das ist ja neu, die Automatik im Fiat oder Citroën gleich. Es ist baugleich. Wir sind im Runner 636, der Längsschläfer. Die Gangschaltung jetzt auch im Citroën etwas unten. Nicht die Gangschaltung, die Automatik. Sorry, der ist mit Automatik. Und ihr seht, Automatik mit Citroën-Logo gab es bislang noch nicht.
Es ist eine 8-Gang-Automatik. Wir dürfen gespannt sein, wie die sich entwickelt. Ich sehe hier gerade, hier wurden die Kanten nochmal anders angeschliffen. Da hat er die Maschine nochmal ein bisschen anders eingestellt, dass wir die abgeflachten Kanten hier haben. Das seht ihr ganz gut. Wir haben die filzähnliche Verkleidung innen, ringsherum. Wir haben einen Runner mit durchgängigem Küchenblock. Der steht auch bei uns zu Hause auf dem Hof. Den könnt ihr euch genauso anschauen. Ihr seht die Ambientebeleuchtung. Wir haben schön alles komplett mit Fenstern ringsum. Das ist auch wirklich schön, dass schön viel Licht reinkommt. Wir haben den neuen Badschrank hier unten im Bereich des integrierten Bades. Das heißt, wir haben hier kein Schwenkbad. Wirklich sehr formschön gemacht. Das Waschbecken ist unterleuchtet. Und wir können jetzt noch mal rumschauen, was sich sonst noch so verändert hat. Sonst ist es alles relativ gleich geblieben. Aber hier oben sehen wir wieder, wir sind in einem 25er Modell, weil wir eben die Applikation hier oben verkleidet haben mit Holz. Also so kleine, feine Veränderungen. Und jetzt schauen wir uns mal das Pendant mit niedrigen Betten an. Ihr seht, hier sind die Betten tiefer. Dennoch sehr entspannter Zugang zum Bett. Ich kann hier zum Beispiel reingehen. Ich habe den Kühlschrank als Abtrennung nach hinten. Ich habe den darunter liegenden Schrank, den ich ausziehen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier im Runner Längsschläfer kann ich dieses Teil rausziehen, kann dort meine Jacken hinhängen. Das ist mega gemacht. Wir haben den Kühlschrank oben, auch sehr angenehm, also nicht vor Kopf. Das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Jetzt haben wir es mal oben in Holz gehalten. Das ist auch schön. Wir haben jetzt einen grauen Korpus, graues Leder, auch sehr schick, edel, echtes Leder natürlich, wie von Clever bekannt. Das hat er jetzt tatsächlich mal mit grauem Korpus gemacht, gefällt mir auch außerordentlich gut. Hier der große Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen, immer 100 Liter. Und dort muss man ganz klar sagen, das im 636-Bereich, also 6,36 Meter mit Längsbetten, mit einem Bett, was 2,2 Meter Liegelänge hat. Ideal, wer einen Längsschläfer sucht, eines unserer Top-Fahrzeuge im Kastenwagenbereich, der ausreichend Liegelänge hat und verschiedene Grundrisse, die man individuell zusammenstellen kann. Also seid gespannt, freut euch drauf. Wir haben einen bei uns auf dem Hof stehen, aber hier auf der Messe habt ihr sie direkt nebeneinander und könnt sie euch angucken. Und da sehen wir ihn von der anderen Seite nochmal zur Erinnerung, der Spirit 600, ein absolutes Novum im Bereich der 6 Meter Längsschläfer. Ihr seht, der Abstand, jetzt ist der Sitz noch weiter vor, den kann man natürlich auch weiter zurückziehen. Dann haben wir ausreichend Platz, uns in diesem Auto zu bewegen und an der Sitzgruppe zu sitzen. Mal gucken, ob sie es hier wieder verbaut haben. Das finde ich natürlich auch mega. Nein, hier ohne Auszug. Das Ganze kann man mit einem Auszug bestellen, dass man dort unten auch Dinge arretieren, beladen kann, dass hier eben Schuhe und dergleichen untergebracht werden können. Dann haben wir den typischen Küchenblock aus dem 5,40 Meter durchgängig. Ihr seht, wenn wir hier vorne sind, wir können einmal über die Achse nach hinten in das 2,2 Meter lange Bett. Wir haben hier auch ringsherum entsprechend die Fenster auf beiden Seiten. Das müsst ihr entscheiden, wie ihr es machen wollt, ob ihr ein Fenster braucht. Die Wahl hast du hier. Es gibt Hersteller, da kann man die Fenster nicht wählen. Beim Längsschläfer finde ich es immer schön, links und rechts ein Fenster zu haben. Im Heck sind sie Serie. Ich würde wahrscheinlich eher sogar auf die im Heck verzichten und die an der Seite reinmachen, weil du einfach mit
dem Kopf hinten das Kissen ein bisschen schöner aufstellen kannst. Das ist alles ein bisschen Geschmackssache. Wenn du viele Fenster haben willst, ist das hier möglich. Und bei ganz vielen Längsschläfern fehlt in der Mitte der Lattenrost. Das macht eben nur der Clever, dass er in der Mitte den Lattenrost auch noch setzt. Jetzt schauen wir in dieses innovative Bad. Was macht das Bad so innovativ? Ganz einfach, ich kann das Volumen vergrößern. Ich klappe das hier raus, dann haben wir hier die Verbreiterung. Der Lattenrost wird eingehangen und ich mache das Polster hier drauf. Dann ist das hier, natürlich kommt der Lattenrost unten drunter, den hat jetzt einer ausgehakt. Aber hier ist dann die Verbreiterung, das heißt, hier habe ich auch 1,85 Meter Liegelänge. Das Bad ist für die Nacht etwas kleiner, ich kann aber trotzdem die Toilette benutzen. Ich habe das Klappwaschbecken, was ich runterklappen kann zum Zähneputzen oder Waschen. Ich habe natürlich einen ausziehbaren Wasserschlauch und ich habe clever typisch hier natürlich dieses Fenster. Jetzt zeige ich nochmal, wie das Ganze zurückgebaut wird. Wir klappen das zurück und viele sagen, ist das dicht? Wie lange hält das? Das ist sehr robuster Kunststoff, der wird ewig halten. Und hier oben nochmal eine kleine Naht, dass wenn man duscht, dass das Wasser drüber läuft. Also auch hier keine Bedenken. Und was hat der Clever natürlich? Ein mega Staufach oben, wo andere einfach nur eine Verspiegelung haben. Hier ist richtig Volumen, wo man was stauen kann. Das ist schon echt gut durchdacht. Also, einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Kommt vorbei, schaut ihn euch hier an. Dann gehen wir noch mal ins Detail, dann zeige ich euch alles. Auch die Kollegen haben ja die Clever schon beschrieben, also was hier alles Schönes drum und dran ist und was man hier an diesem Fahrzeug alles hat, kann man am besten erleben, wenn man hier vor Ort ist. Jetzt schauen wir in einen 45er und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Und ihr habt ja auch schon den Wiedererkennungswert. Wir sind letztlich im ähnlichen Fahrzeug. Wir haben, wenn wir hier runterschauen, den ähnlichen Küchenblock. Der geht direkt hier vorne am Einstieg los. Das heißt, der Abstand verglichen mit dem Spirit ist genau derselbe, ist den Längsbetten eben geschuldet. Aber wir haben eben hinten raus dieses Querbett, wo man ganz klar sagen muss, das ist auch ausreichend. Wir haben 1,96 Meter Liegelänge. Beim Querschläfer empfehle ich nie ein Fenster, weil wir uns einfach mit dem Fenster um die Liegelänge beschneiden. Im Heck schon, aber wir reduzieren unsere Liegelänge. Hier sieht man es auch wieder schön umgebaut. Wir haben hier unten den Keil dazwischen. Wir haben das Bad und wir sind am Ende des Tages genau in dem Fahrzeug, wo wir eben auch waren, zumindest bis zum Bett, die identischen Fahrzeuge. Und wie gesagt, es gibt nichts Besseres, als auf die Messe zu kommen und euch das mal anzuschauen. Wir haben spezielle Konditionen auf der Messe und die solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. Wir haben Pakete für euch geschnürt. Der Hersteller, Clever, danke nochmal, hat uns entsprechend was an die Hand gegeben, wo wir euch ein attraktives Angebot machen können. Wir haben tolle Modelle und vor allem, wir haben sie tendenziell auch kurzfristig verfügbar. Auch wenn ihr zum Beispiel Automatik sucht oder sowas. Auch da haben wir im 45er Bereich was da. Aber es gibt auch viele, die schalten gern und das ganz klar auch Fahrzeuge, die ihr kurzfristig verfügen könnt oder über die ihr, auf die wir zugreifen können. Bislang war es ja immer so, dass wir über ein Jahr Wartezeit haben. Das können wir jetzt vielleicht ein bisschen verkürzen. Also, seid gespannt, kommt entweder vorbei hier auf der Messe, da bin ich, oder ihr kommt bei uns zu Hause vorbei. Da ist der Rest unseres Teams. Die freuen sich auf euch ganz doll, wenn ihr vorbeikommt. Und ruft am besten vorher an, weil momentan ist relativ viel los. Und dann schauen wir mal, was wir Schönes für euch haben. Danke fürs Zusehen. Ich werde noch ein bisschen was von der Messe berichten. Das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein.